Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Und ihr wundert euch sicherlich, warum der Zoo hier leer ist, warum hier nichts mehr steht, außer hier dieser doofe Bereich, der ist auch nur provisorisch, der bleibt erstmal. Ja, das liegt daran, dass es ist was sehr, sehr Doofes passiert, sage ich mal. Ich habe viel gespielt in dem anderen Zoo, wo wir angefangen hatten, habe ganz viel freigeschaltet, ein paar Tiere besorgt, die cool sind, kann ich euch ja mal eben zeigen. Die sind zum Glück noch da. Ja, zum Beispiel, ich wollte in das Gehege, was wir gebaut haben, Löwen reinpacken. Hier habe ich schon mal 3 westafrikanische Löwen besorgt. Ist gar nicht mal so einfach, weil man die nur mit diesen Anterhaltungspunkte bekommt. Aber ich habe rausgefunden, wie man die ganz gut verdient. Man muss halt so ein bisschen Tiere züchten und so weiter und so fort. Falls ihr das Ganze mal erklärt haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe da schon mich so ein bisschen reingefuchst. Ist gar nicht so schwer, diese Punkte zu verdienen und sich dann coole Tiere zu kaufen. Aber dann ist mein Spielstand leider kaputt gegangen. Ich hatte auch noch alle Sachen freigeschaltet hier. Die ganzen Erforschungen habe ich alle durchgezogen. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, aber es ist alles weg. Weil der Speicherstand, der funktioniert einfach nicht mehr. Wenn ich ihn lade, dann stürzt das Spiel jedes Mal ab. Ich hoffe, das wird noch gefixt und wir können da irgendwann weiterspielen, weil ich habe viel Zeit investiert, quasi für nichts jetzt. Und wir müssen mit einem neuen Zoo anfangen, aber ja gut, das können wir jetzt leider nicht ändern. Ist halt leider so und wir lassen uns jetzt nicht davon abbringen, hier ein bisschen Spaß zu haben in Planet Zoo. Wir fangen jetzt direkt mit einem neuen Zoo an, würde ich sagen. Machen jetzt hier erstmal kurz ein bisschen kurzes Gras hin. Und dann schnappen wir uns das Wegetool und fangen einfach auf ein neues an. Und ich würde sagen, wir führen ihn erstmal so ein bisschen in diese Richtung. So, und dann machen wir ihn, glaube ich, ein bisschen nicht länger, sondern breiter. Zu so einer Wegfläche. Das finde ich ganz cool. Weil dann können wir hier unser erstes Gehege machen. Sieht doch schon ganz nice aus. So ein bisschen geschwungen der Weg. Schnappen wir uns mal so die Barrieren. Und das Gehege darf nicht zu klein, aber auch nicht zu groß werden. Weil ich glaube, ich werde da sowas wie Warzenschweine oder Tapire oder sowas reinmachen. Irgendwas Kleines erstmal. Für den Anfang muss reichen. Ist ja ganz schön, wenn man in den Zoo reinkommt und dann erstmal ein kleines Tier zur Begrüßung hat. Bin ich ja eh ein großer Fan von. Ich habe mir vorher für das Gehege natürlich schon so einen kleinen Plan in meinem Kopf überlegt, was ich da genau bauen will und wie ich das gestalten möchte. Finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und wichtig war mir auch, dass ich das nicht zu klein mache. Weil ich glaube, wenn ich so einen Tapir da reinmache, der braucht schon so ein bisschen Platz. Perfekt. Damit haben wir unseren ersten Gehegeumriss soweit fertig. Wir können den im Nachhinein dann natürlich noch ändern. So, jetzt machen wir mal eben hier die Barriere. Markieren wir alles. Einmal hier drumherum. Und Holz. Holz ist immer schön. Gerade für so kleine Tiere. Das sieht doch schon mal recht ordentlich aus für ein Gehege. Ich mache mal eben Doppelklick. Markiere mal eben hier vorne das Stück am Weg. Ist die Frage. Ich denke hier auf jeden Fall ab. So, dann kann man hier nämlich schön reinschauen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein Stück weiter gehen sollten mit absenken. So, ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, ich mache wieder einen rückgängig. So, perfekt. Das sieht doch schon mal ziemlich, ziemlich gut aus. Und dann können die Leute hier sozusagen rüber gucken. Ich hoffe, Tapire können nicht springen. Oder Warzenschweine. Ich glaube, Warzenschweine können springen, ne? Bin mir aber nicht sicher. Müsste man ausprobieren. Ich weiß nicht. Ich glaube, Warzenschweine brauchen weniger Platz, aber können springen. Und Tapire brauchen mehr Platz und können nicht springen. Aber ich glaube, das könnte ausreichen für Tapire. Als nächstes bauen wir hier mal so eine Tierpflegerhütte, weil die werden wir brauchen. Die sollte man eigentlich in der Nähe von jedem Gehege haben. Das ist immer nicht verkehrt. Und wie gesagt, der Bereich da vorne, der ist nur provisorisch. Da sind halt alle Häuschen, die man braucht. Die kommen aber wieder weg. Wir haben nur noch 10.000. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir unser erstes Tier kriegen. Platziere das Ganze parallel und so dicht, wie es geht, an den Zaun. So mache ich mal. Und ja, der Plan ist später, hier ein Häuschen draus zu bauen, was direkt mit dem Zaun verbunden ist. Das werden wir jetzt auch gleich versuchen. Das ist das erste Gebäude, was wir jetzt bauen werden. Leider habe ich nicht mehr so viele coole Materialien hier freigeschaltet, weil halt mein Speicherstand, wo ich alles erforscht hatte, ja leider kaputt ist. Ich hoffe, der wird irgendwann nochmal funktionieren. Aber wir arbeiten jetzt erstmal hier mit, glaube ich, weil das kann man färben, ne? Ja, genau, die Steine kann man nämlich färben, das ist ziemlich nice. Und dann baue ich mal erstmal ein Stück hier nach da. Das Haus wird jetzt erstmal ziemlich kastenförmig aussehen, aber wir werden später dafür sorgen, dass es kein Kasten mehr oder nicht mehr so Kastenoptik haben wird. Das werden wir später hoffentlich noch hinbekommen. So, hier mache ich ein Fenster rein. Genau, das kann man nämlich immer ganz gut machen. Dann kann man nämlich hier die Türen und die Fenster von dem Häuschen noch gut verwenden. Überleg gerade, ob wir das Ganze nicht nochmal... Wie kann man denn hier die ganze Gruppe... Ah ne,
Das wollte ich nicht. Ich müsste auch doch irgendwie... Oh, shit. Das habe ich jetzt gemacht. Müsste irgendwie die ganze Gruppe bewegen können. Ach, ich kann einfach so markieren. Perfekt. Dann können wir nochmal das Ding so ein bisschen bewegen. Machen wir hier das Raster runter. Und eventuell... Wir kriegen es leider nicht ganz hin. Ich finde es aber, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn das so ein bisschen übersteht. Ich glaube, das finde ich gar nicht so verkehrt. Wenn das so ein bisschen in das Häuschen da reinsteht. Das ist nicht schlecht. Und jetzt müssen wir uns mal eben ein Dach raussuchen. Ich glaube, da werden wir einfach Architektur, Dächer, einfach so ein Schrägdach nehmen. So, ich denke, das Asphaltdach hier ist das, was sich am besten für uns eignet. Das hat immer nicht diese dicken Stahlträger da unten drunter, weil die finde ich ein bisschen störend. Ich glaube, ich hätte das nochmal so ein bisschen so platzieren können. Machen wir so und so. Steht das nach da hinten so ein bisschen über. Weil ich werde hier hinten, glaube ich, auch noch das Haus ein bisschen, dass das nicht so ein Kasten ist, ein bisschen von der Form anpassen. Aber wir ziehen jetzt erstmal das Dach einmal nach oben durch. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Oh, das wollte ich nicht. Da machen wir nochmal eben ein Schrägdach hin. So. Drehen das Ganze. Und zack, dann haben wir es. Ja, das sieht doch schon mal super aus. Ich weiß, sieht jetzt noch ein bisschen kastenmäßig aus. Wir müssen sogar noch einen weiter nach links gehen, sehe ich gerade. Damit das Dach auch nach dahin übersteht. Ah, ich will nicht mehr in der Höhe verschieben. Ja, die Steuerung ist halt für mich immer noch ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Aber es wird nach und nach besser. Ja, das sieht halt jetzt noch nicht cool aus, aber wir werden das später noch alles so ein bisschen verkleiden. Und dann sieht das nicht mehr ganz so kastenmäßig aus. Jetzt brauchen wir mal eben Wände. Das ist falsch hier, ne? Wir müssen hier hin. Wände. Und dann müssen wir von dem Material mal eben die Schrägen raussuchen, das wir haben. Ja, das ist das Richtige. Und hiermit sollten wir jetzt eigentlich... Genau, jetzt können wir nämlich hier... dahin zeichnen. Hier nochmal ganz nach oben ran. Oh, hier bin ich gar nicht ganz nach oben gegangen, sehe ich gerade. Ja, da muss ich nochmal eben bewegen. Ein nach oben. Und dann passt das. Machen wir hier auf der anderen Seite genauso. Das ist wie gesagt der erste Gebäudebau, den ich mache. Ich hoffe, das wird später gut aussehen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, Gebäude zu bauen. Aber man hat halt viele Möglichkeiten. Ich habe auch immer sehr viele gute Ideen für Sachen, aber es scheitert halt so ein bisschen an der Umsetzung, weil ich einfach die Steuerung und so noch nicht so drauf habe und nicht genau weiß, wie ich was mache und was ich alles machen kann. Deswegen kann ich die meisten Ideen nicht umsetzen, aber das wird hoffentlich mit der Spielerfahrung ein bisschen besser werden. Oh, da haben wir schon mal einen Grundriss für so ein Häuschen. Wäre natürlich auch cool, wenn der Zaun hier direkt am Rand enden würde, aber ich glaube... So ist das auch nicht so verkehrt. Also das ist jetzt, wie gesagt, der Grundriss nur. Hier werde ich, glaube ich, nochmal so einen kleinen Abstecher machen. Hier können wir später auch noch Fenster und Türen mehr einbauen. Das kriegen wir, denke ich, auch mal hin. Aber als erstes brauche ich jetzt Säulen. Dann nehmen wir, glaube ich, ja, die hier werden wir nehmen. Die werden wir definitiv nehmen. Die richte ich mal eben möglichst so. Ich platziere das mal kurz so. Dann können wir die nämlich mit den Tools hier ein bisschen... Oh Gott, Kamera lässt grüßen. Können wir die nämlich nochmal vom Winkel und so anpassen. Ich will nämlich, dass die genau an der Wand sozusagen ist. So ungefähr. Genau, und jetzt können wir die einfach rübermoven. Weil das wird halt der Stützpfeiler später werden für... Das Dach machen wir jetzt mal runter. Und schon haben wir unseren ersten Stützpfeiler. Das sieht doch gut aus. Na, so ist das in Ordnung. So sieht es gut aus. Perfekt. Und damit haben wir dann sozusagen in unserem Gehege hier schon den ersten Unterschlupf. Die ganzen Sachen kann ich noch farblich später anpassen. Also nicht wundern, dass das jetzt alles so weiß in weiß ist. Also das ist, glaube ich, auch halb so wild. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier mit dem Dach ist, weil das hier so durchschimmert. Man das hier irgendwie hätte besser regeln können. Aber nee, das passt eigentlich. Als nächstes machen wir dann den Mitarbeiterweg, würde ich sagen.
Wir haben aber nur $1.800. Das ist, weil ich gerade auch die ganze Zeit nicht auf pausiert hatte. Ziemlich doof, habe ich nicht drauf geachtet. Wir brauchen jetzt unbedingt unsere ersten Tiere, damit wir hier kein Minus machen. Und ja, so könnte man das schon mal machen. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Aber wir könnten auch erstmal hier nach hinten gehen und dann mittig den Weg vielleicht machen. Also dann quasi entweder so irgendwie. Ne, das sieht nicht aus. Machen wir mal eben rückgängig. Oder halt einfach mittig gerade. Ich würde sagen, wir machen das. So sieht das ganz gut aus. Ja, hier ist das irgendwie vom Weg her ein bisschen komisch, aber das passt schon. Das können wir später sonst noch anpassen. Wir brauchen hier hinten noch eine Tür und wir müssen dann gleich zusehen, dass wir unsere Tiere da reinkriegen. Ansonsten wird das gleich vom Geld her sehr, sehr eng werden. Das ist gar nicht gut. Entschuldigung. So, machen wir mal so. Und dann packen wir da mal den Weg und versuchen den möglichst nah. Wir können eigentlich einfach so machen. Und so hier schön zu verbinden. Das passt doch schon mal. Sehr schön. Dann haben wir einen Eingang in das Gehege. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir, dass wir unsere ersten Tiere da reinkriegen, damit wir Geld verdienen. Ich würde jetzt sagen, wir packen da Tapire als erstes rein und testen mal, ob das Gehege groß genug ist. Können wir mal in den Tierhandel gehen. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch an Tieren am Start habe. Hier noch Tapire habe. Warzenschweine hätte ich, aber ich glaube, die können da rüberspringen. Und die Löwen, das wäre ganz schlecht. Warane könnte man noch überlegen. Aber ich glaube, Tapir ist schon ziemlich, ziemlich cool. Wir können ja mal eben eingeben. Wie heißt der denn? Berz Tapir. Suchen wir doch mal. Oh, da gibt es aber gerade nicht viele. Hier gibt es auf jeden Fall einen zu kaufen. Ein Weibchen. In günstig und hier ein Männchen für 21 kaufen wir. Passt schon. Und ja, dann haben wir die beiden Tapirs. Die können wir dann mal eben da reinliefern in das Gehege. So, Nummer 1 und Nummer 2. Dann machen wir mal hier wieder auf Play, wenn die gleich da sind. Und können schon mal eine Spendenbox machen, dass wir hier ein bisschen Geld reinkriegen. Ich glaube, ich habe noch voll viele Mitarbeiter, weil ich die nicht entlassen habe. Ist vielleicht auch nicht gut. Platziert jetzt erstmal so, die werden wir später noch schöner platzieren. Geht jetzt halt nur noch, oder erstmal darum, dass ich hier ein Geldeinkommen habe. Weil mein ganzes Geld, was ich mir ja angespart hatte, ist ja leider auch mit dem Speicherstand verloren gegangen. Deswegen haben wir jetzt hier so ein bisschen Geldprobleme, aber das ist ja an sich auch nicht weiter so schlimm. Wir können mal ganz kurz in die Mitarbeiter gucken, wie das aussieht. Oha, Verkäufer brauchen wir zum Beispiel nicht. Die können wir erstmal entlassen. Tierarzt reichen uns einer. Sicherheitsdienst brauchen wir auch noch nicht. Techniker können wir eingebrauchen, ansonsten passt das. Das ist schon in Ordnung. So, da ist unser erstes Tier. Der erste Tapir. Und der zweite Tapir, auch ein schönes Tier, ne? Muss man einfach sagen. Oder? Also ich finde den süß. Ich finde den sehr süß. Tapir. Tolles Tier. Mit seinem kleinen Näschen und seinem Rüsselchen. Ah, die Tiere sind auch so hübsch in diesem Spiel, ne? Das ist unglaublich. Richtig nice. Ich hoffe, die können nicht springen. Und ich hoffe, das Gehege ist groß genug. Werden wir jetzt herausfinden. Oh Gott. Schon mal nicht gut. Gelände. Dieses Tier ist absolut nicht geeignet. Stabiler Rückzugsort. Reicht halt auch hinten und vorne nicht. Hm. Machen wir eben Pause und gucken mal, ob das reicht. Ansonsten müssen wir hier ein anderes Tier reinmachen. Geht dann nicht anders. Probier mal eben hier so ein bisschen aus, das Gelände anzupassen. Aber ich glaube, also ist ein bisschen Wasser brauchen die. An sich auch nicht verkehrt. Gibt nicht genug Rückzugsorte. Ich glaube, die Tiere sind einfach zu groß. Vielleicht sollten wir hier was Kleineres reinmachen. Zum Beispiel den Varan oder so. Ich werd die beiden mal austauschen gegen die beiden Varane. Dann machen wir halt ins erste Gehege Varane. Ist auch in Ordnung. Okay, Leute, ich sehe gerade, ich habe hier gerade mal so ein bisschen Erde reingemacht. Ich glaube, das liegt gar nicht unbedingt an der Größe. Habe ich mich, glaube ich, verguckt. Packen jetzt mal ein paar Pflanzen rein, die denen gefallen. Tropen, gemäßigt, Graslandschaft. Und dann könnte das sogar passen. Dann machen wir mal hier in den Filter. Tropengraslandschaft und Eigenschaft. Nee, was ist denn gemäßigt? Ist das auch bei Biome? Ach, das ist auch hier bei Biome. Okay, wir können ja jetzt mal gucken, wie es ist, wenn ich jetzt hier einfach mal einen großen Baum reinpacke. Mit der genauen Gehegegestaltung, das machen wir später. Ich will jetzt erstmal halt gutes Geldeinkommen haben. Wir machen mal hier hinten einfach einen Baum rein. Und noch einen Baum. So, jetzt ist das nämlich im grünen Bereich. Und jetzt sieht's
wie folgt aus. Wir machen einmal Play. 86%, perfekt. Das heißt, nur stabiler Rückzugsort ist gerade nicht ideal und hier das Wasser noch nicht. Aber Wasser können wir noch machen. Der ist wahrscheinlich einfach zu klein, ne? Der Rückzugsort. Will den aber, glaube ich, auch nicht noch erweitern. Wir könnten das Dach ja quasi nochmal hier ein bisschen breiter machen. Dann haben wir zumindest einen mehr. Könnten auch noch ein Stück weiter nach vorne gehen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Könnte man auch machen. Müsste man nur die Säulen ein bisschen weiter vormachen. Damit die Tiere halt mehr Rückzugsfläche haben. Machen wir hier das Dach ein bisschen weiter. Hier mache ich mal... So passt das ein bisschen der Gebäudeform an das Dach, dass das nicht ganz so gerade ist. Ja, dann bewegen wir mal kurz die Säulen hier noch ein Stück nach vorne. Machen wir mal so. So, jetzt haben wir nämlich hier das Dach ein bisschen größer gemacht und jetzt haben wir einen größeren Rückzugsort für die Tiere. Ich hoffe, das reicht jetzt aus. Wir machen mal kurz hier auf Play und schauen mal ganz kurz hier rein. So, 69%, perfekt. Jetzt brauchen wir noch die Lebensqualität und dann geht es den Tieren super. Und natürlich noch ein bisschen Wasser in das Gehege. Haben noch 1000 Dollar. Für Wasser brauchen wir auf jeden Fall noch eine Wasserreinigungsanlage. Die kostet 2000, das ist nicht so gut. Aber wir kriegen jetzt ja schon mal ein bisschen Verdienst rein. Wir machen mal ganz kurz hier so ein bisschen Wasser rein. Obwohl, ne, brauchen wir nichts mehr überglätten. Passt eigentlich. Brauchen nur später unbedingt die Reinigungsanlage. Die Bepflanzung im Gehege machen wir auch noch besser. Das ist jetzt halt erstmal, um zu gucken, wie es dem Tier geht. So, Wasser müssen wir nochmal eben anmachen. Reicht das jetzt aus? Das reicht aus, perfekt. Also, das Wohlbefinden ist super, bis auf die ganzen Lebensqualitätssachen. Die bekommen aber durch die Einrichtungssachen. Die kommen ja, wenn ich hier zum Beispiel Tapirfilter, Art, da haben wir, wer ist der denn nochmal? Was mit B oder nicht? War doof. Da. Mittelamerikanischer Tapir. Hieß der nicht vorhin anders in dem Markt? Ich glaube, das war einfach der englische Name, ne? Oder so. Wir machen mal hier noch so einen Wassersprinkler hin. Zwei Stück. Einen da, einen da. Da machen wir natürlich hier noch eine Schlafmöglichkeit. Unter das Teil hier. Ja, das Gras und so machen wir da gleich auch noch weg. Eine große. Zwei kleine. Dann haben wir hier so ein bisschen Schlafmöglichkeiten. Das ist doch super. Ein Futtertrog in Mittel, den machen wir mal hier hin, dass die Tiere schön hier mittig essen. Trinken können sie eigentlich hier aus diesem Ding, ne? Sehe ich das richtig? Ich hoffe. Wenn wir dann eine Reinigungsanlage haben, sollte das eigentlich funktionieren. Und jetzt müssten die eigentlich schon ziemlich glücklich sein. Bis auf Lebensqualität durch Futter, aber das müssen wir noch erforschen. Das habe ich leider noch nicht freigeschaltet. Das wird dann später kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Tier kann da raus. Ernsthaft? Der Tapir kann da rüber hüpfen? Das ist ja insane. Oh mein Gott. 1000 Strafe. Okay, das ist ein großes Problem, Leute. Vielleicht sollten wir dann doch am ersten Gehege keine Tapirs machen. Oder wir machen halt den Zaun höher. Wir mal kurz gucken. Wir lassen ihn mal ganz kurz da drin. Das war jetzt wirklich ein Rückschlag für uns. Das Gehege war gerade so schön. Wieso kann denn das Ding so hoch springen? Ist ja Mist. Ich dachte, die können das nicht. Ärgerlich, ärgerlich. So, wir klicken mal ganz kurz hier an. Was könnte man denn hier als Variante machen? Ich finde das eigentlich ganz schön hier, dass der Zaun so runtergeht. Könnte auch überlegen, ein anderes Tier reinzumachen, aber ich bin mir sicher, dass Warzenschweine da auch überspringen können. Hä? Wieso kann ich das denn jetzt nur so anheben? Das ist ja komisch. Könnte ich auch Fenster reinbauen? Ne, das ist aber nicht so cool. Das Gehege gefällt mir eigentlich sehr gut. Vielleicht könnten wir überlegen, hier wirklich dann einfach Warane reinzumachen als erstes Tier. Würde ja auch gehen. So, dann machen wir hier Nilwarane rein. Die werden hier gerade reingeworfen. Die sollten da definitiv nicht rüberspringen können, da bin ich mir sicher. Habe ich jetzt so auch noch nicht gemacht. Ich hoffe, also das Gehege sollte definitiv groß genug sein für die. Und auch der Rückzugsort. Wenn das für die Tapire reicht, reicht das auch für die Warane. Aber wir müssen wahrscheinlich das Gehege gleich umgestalten und noch ein bisschen anpassen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil die werden andere Anforderungen haben. Obwohl das ganz gut aussieht hier schon. Gut, die brauchen noch ein bisschen mehr Fels. Das ist ja kein Problem. Das können wir eben machen. Machen wir mal eben hier Fels rauf. Fels glatt machen wir mal. Machen wir mal unter Wasser einfach. Und hier am Rand so.
So, das sieht doch schon gut aus. Haben wir auch das... Felsmäßig haben wir das genug. Wir haben richtig viel Erde. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen Gras hier reinmachen. Gras lang habe ich eigentlich gar nicht so Bock drauf. Weiter an der Ecke geht das eigentlich. Ein bisschen zumindest. So, wir haben jetzt 3 Warane gleich. Das war schon mal nicht schlecht. Hier um die Sprenger herum könnte man noch mal so ein bisschen grün machen. Weil dann hier das Gras noch nicht so eingetrocknet ist. So, jetzt haben wir wieder zu wenig Fels. Dann machen wir nochmal hier hinten die Ecke. Und jetzt passt es. Perfekt. Das sieht doch schön aus. Ja, gut, ein bisschen zu wenig Wasser haben wir noch. Ansonsten Lebensqualität durch Futter. Dafür müssen wir die Tiere erforschen. Dann passt das Gehege ja schon fast. Das ist ja nicht schlecht. Wie ist denn das mit Bepflanzung hier bei den Tieren? Oh, die dürfen nicht so viele Pflanzen haben. Okay. Das heißt, wir machen wahrscheinlich gleich die Bäume raus und machen dann da später noch ein paar kleinere Büsche und sowas hin. Vielleicht können wir auch nochmal eben das Wasser ein bisschen erweitern, dass sie wirklich ganz glücklich sind. Ich meine, wir haben ja hier mehr als genug Platz. Das ist echt ein großes Gehege. Sehr schön. Jetzt haben wir hier noch ein Wasserbecken, Wasserbereich einen größeren. Jetzt ist es auch grün. So muss es sein. Natürlich können wir jetzt nochmal die Pflanzen anpassen, so ein bisschen an das, was die mögen. 700 Geld haben wir, aber die Leute spenden jetzt hoffentlich gleich ein bisschen was. Das wäre nicht verkehrt. Natur. Was mögen die denn? Tropen und Grasland und Afrika. Okay. Das kriegen wir hin. Kontinente, afrikanisch, Biome, Tropen und Grasland. Das heißt, wir können den hier einmal entfernen. Den hier einmal entfernen. Dann gucken wir mal. Oh, nee. Das ist zu groß. Also, der sieht so ein bisschen ausgetrocknet aus. Den finde ich cool. Der würde sogar hier hinten echt gut hinpassen. Ja, der sieht schön aus. Vielleicht kriegen wir noch so ein bisschen ausgetrocknetes Gras oder sowas. Oh, das ist so Schilf. Oh mein Gott, das ist ja auch cool. Schilf ist auch sehr cool, nur ein bisschen groß. Oder ein bisschen hoch. Ich denke mal, wir machen... Ich weiß nicht, ob mir das nicht zu grün hier ist. Ich dachte, wir machen hier einfach so ein bisschen eine ausgetrocknete Optik. Wir können auch einfach den Baum da so stehen lassen. An sich nicht verkehrt. Hier ist sogar noch ein anderer. Der würde auch nochmal hier hingehen. Dann reicht das eigentlich schon fast. Sind sie denn noch zufrieden oder ist schon zu viel? Ne, ist gerade so richtig. Passt. Perfekt. Lassen wir das Gehege erstmal so. Später können wir das vielleicht nochmal ein bisschen überarbeiten. Okay, das Geld fließt jetzt erstmal wieder. Die Leute strömen hier rein, die wollen die Nilwarane sehen. Ist ja auch ein sehr schönes Gehege geworden. Also ich finde es sehr, sehr cool. Vielleicht können wir hier vorne nochmal eben draufklicken und die 3 Sachen gegen Glas austauschen. Damit auch die kleinen Besucher, wie die Kinder hier, vernünftig die Tiere sehen können. Weil die können da ja gar nicht richtig rüber gucken. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir müssen natürlich noch das gesamte Gebäude hier gestalten. Ne? Das ist noch... sehr trist hier, alles grau in grau. Da werden wir die Farben auf jeden Fall noch anpassen. Können wir eigentlich mal eben machen. Ich habe das jetzt mal alles markiert hier, die Mauern. Und ich würde sagen, dass wir... Also die Tür hier ist ja grün. Vielleicht könnten wir in so einem helles Grün das Ganze gestalten. Wie geht das jetzt nicht? So, so ein helles Grün. Das sieht doch recht freundlich aus. Also es gefällt mir. So, schon mal ein Anfang. Das Dach können wir leider nicht umfärben. Das würde ich sonst auch noch ein bisschen anpassen. Aber ich würde sagen, wir machen hier noch so eine Dachrinne hin. So, dass das Wasser vielleicht hier auf dieser Seite nur abfließt und nicht hier vorne. Oder sollte das eher... Ne, eher hier hinten, ne? Eher hier abfließen, dass das hier reinfließt. Also wir könnten einmal die Dachrinne hier rumführen. Aber bevor wir das jetzt machen, wir brauchen noch eine dringende Sache. Ui, habe ich auch noch. Was habe ich hier denn für eine Wand noch vergessen? Oh, 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 oh. Gut, dass ich das gesehen habe. Ja, was jetzt denn? Habe ich ein helleres Grün ausgewählt? Ne, hä? Ach nee, okay, alles gut. Ich hatte nur noch irgendwas markiert. Aber ich muss hier tatsächlich sowieso nochmal bei. Ich muss hier die Wand nochmal entfernen. Und die Wand kann eigentlich auch raus. Aber wir verdienen gerade richtig Kohle. Wir sind schon wieder bei 7000. Also die Nilwarane sind echt nice. So, hier will ich nämlich einmal... Einrichtung müsste das sein. Wasser. Genau, das, den Wasserfilter müssen wir hier noch einbauen. Das ist ganz wichtig. Vielleicht können wir den ja hier in diese Gruppe mit reinpacken.
der einrastet. Ah, jetzt scheint es zu funktionieren. Perfekt. Ist zwar nicht ideal hier mit dem Weg, aber das können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen anpassen. Aber es ist zumindest schon mal verbunden mit dem Weg. Ich habe das Ganze auch nochmal ein bisschen vorgeholt, weil das hier hinten durch die Wand geschaut hat. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann machen wir hier nochmal den Weg weg. Oh ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. So, jetzt passt das vom Weg. Perfekt. Machen wir natürlich jetzt hier noch dicht, das Ganze. Dafür kopieren wir uns mal eben hier die Wand. Machen die hier vor. Da könnten wir gleich natürlich noch eine Fake-Tür reinmachen. Also die Mitarbeiter können durch solche Wände durchlaufen. Glaube ich zumindest. Wir machen natürlich jetzt noch eine Tür rein. Und dafür gehen wir noch mal eben... Wo ist denn das? Bei Baum, ne? Ja, bei Baum müsste das sein. Und dann hier eine Tür. Am besten eine ohne Scheibe, dass man nicht sieht, dass dahinter einfach nur eine Wand ist. Ja, die hier zum Beispiel. Kann man die hier nicht auch Positionsausrichtung? Oha, okay. So ist sie wenigstens von der Wand her richtig ausgerichtet. Das ist doch schon mal gut. Halt so eine Metalltür. Aber gut. Ist ja auch nur so ein blöder Abstellraum, ne? Wo dann ein Wasserdings drin ist. Oh, die ist noch gar nicht ganz dran. Sehe ich gerade. Legen wir nochmal ran an die Wand, damit das auch so aussieht. Als wenn es da reingeht zu einer Tür. Ja, die. Oh, die kann man sogar ändern von der Farbe. Okay, das ist nice. Das wusste ich nicht. Oh, die Tür sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Sieht eigentlich cool aus. Okay. Die können wir definitiv lassen, die Tür. Die sieht nice aus von der Farbe. Das passt. Sah nur gerade im Dunkeln halt ein bisschen doof aus. Aber sieht doch cool aus. Ist doch schon sehr, sehr gut geworden. Ja. Wir müssen natürlich jetzt hier vorne nochmal den Zaun anpassen. Ich habe hier nämlich vorhin ja, das Ganze mit so einem Ding ausgetauscht. Wir müssen dann natürlich wieder Holz machen. So, das war's schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, die Frage ist jetzt, ich könnte nochmal das Gehege allgemein so ein bisschen von der Form her anpassen, weil ich jetzt hier auch vorne das abschließend habe mit der Wand. Ich könnte auch hier das so machen. Dass der Zaun sozusagen hier direkt an der Wand ist. Weil dann ist das hier auch gleichmäßig. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Müssen wir natürlich hier die vorne die Kurve auch noch ein bisschen anpassen. Aber das ist ja kein Problem. Da können wir alles so ein bisschen bewegen. Dann passt das. So, sehr schön. Haben wir das Gehege schon mal so ein bisschen angepasst. Ich hoffe, denen geht es noch gut, den Dudes. Sieht aber gut aus. Ja, bis auf die Lebensqualität, aber das regeln wir noch. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Okay, das Gehege nimmt doch schon mal gut Form an. Die Säulen hier vorne, würde ich sagen, die machen wir auch mal in eine eigene Gruppe. Und die machen wir auch in diesem hellen Grün. Jetzt ist schon mal alles hellgrün. Wir müssen natürlich hier noch ein paar mehr Details an dem Häuschen oder an der Hütte machen, damit das Ganze noch besser aussieht. Aber das erste Gehege sieht doch schon mal ziemlich nett aus. So, im Hintergrund seht ihr jetzt nochmal, wie ich so ein paar Feinheiten an dem Gebäude nochmal vornehme. Ich habe mir so überlegt, an jeder Ecke so eine Säule zu machen, um das Häuschen einfach so ein bisschen, ja, nicht so eckig wirken zu lassen und dem Häuschen so ein bisschen Tiefe zu geben. Finde ich ganz cool. Habe mich dafür ein etwas dunkleres Grün entschieden. Und die Säulen, die kopiere ich jetzt, wie gesagt, an jeder Ecke einmal. Und ja, ich bin noch nicht der Schnellste da drin, aber ich versuche besser zu werden. Und ich finde, das klappt eigentlich schon relativ gut, wie man sieht. Also ich kopiere halt immer die Säulen und passe es dann an die Höhe an. Und ja, das klappt eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Auch hier vorne mache ich die, nur halt nicht so weit überstehend, damit der Holzzaun mittig auf die Säule trifft sozusagen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine damit. Und ja, das war's schon. Als nächstes habe ich mich dann an die vorhin schon angesprochene Dachrinne gemacht und das war eine ganz schöne Friemelarbeit, aber ich habe das eigentlich relativ gut gelöst. Ich habe halt immer die Dachrinne auf das Dach sozusagen gelegt, damit ich schon ja, die Schräge des Daches drin habe. Dann konnte ich es eigentlich relativ einfach machen. Ich habe dann die erste Rinne vernünftig platziert und die anderen konnte ich einfach kopieren und dann dementsprechend dem Dach nach oben hin entlang ziehen, weil der Winkel hat halt immer gestimmt und dadurch war das relativ einfach. Das Endstück musste ich dann leider nochmal manuell machen, wie man hier sieht. Aber das hat auch gut geklappt. Und der Teil wurde jetzt hier nochmal relativ schwierig an der Ecke, weil ich einfach ja, das Eckstück da schräg platziert habe. Also ich musste dann sozusagen
diese Schräge so ein bisschen ja, angleichen. Und ja, ich denke mal, das habe ich ganz gut gemacht. Es muss ja auch nicht alles immer zu 100% perfekt aussehen, weil auf so kleine Details achtet man dann doch nicht. Und dann habe ich genau wieder das Gleiche gemacht. Ich habe einfach den Winkel wieder perfekt eingestellt und dann einfach ein bisschen kopiert und sowas. Dann habe ich hier nochmal das Endstück, wo dann am Ende das Wasser runterläuft. Das musste ich dann auch wieder manuell platzieren. Und wieder ein Endstück hinten dran. Und dann kamen so ein paar Rohre. Ich habe es leider nicht mit den Rohren an die Säule geschafft. Das wäre richtig cool gewesen. Aber ich habe es dann einfach Richtung Boden geleitet. Ich denke mal, das ist auch mehr als in Ordnung, wenn ich das Richtung Boden leite, das Wasser. Weil ich glaube, eine Befestigung braucht das Rohr auf so eine kurze Distanz nicht, oder? Ich meine, ansonsten könnten wir da nochmal so irgendwie so einen kleinen Balken, so einen Stützpfeiler oder so hinmachen. Aber ich glaube, das wäre übertrieben und unnötig. Aber wie gesagt, ich habe jetzt das Rohr einfach erstmal bis in die Erde gemacht. Und unten kommt dann nochmal so ein Endstück hin. Ist nicht ganz perfekt vom Abschluss, aber ich finde, man sieht da nicht wirklich einen Unterschied. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ist ein nettes kleines Detail, dass man da jetzt so eine Dachrinne am Dach hat. Ich habe das Ganze dann auch nochmal zusammen in eine Gruppe gefasst, alles markiert. Und dann kann man nämlich schön gemeinsam mit einem Klick die Farbe von der Dachrinne ändern. Habt ihr jetzt ein bisschen ausprobiert, habe es jetzt erstmal dunkel gelassen. Werde es eventuell nochmal ändern, mal schauen. Und damit soll es das für die erste Folge gewesen sein. Das ist unser erstes Gehege mit drei wunderschönen Nilwaranen, die sich hoffentlich noch vermehren werden, weil wir haben ja ein Männchen und zwei Weibchen, glaube ich. Also die Chancen stehen gut und wir werden das Gehege definitiv noch ja, ein bisschen verändern und sowas beim nächsten Mal. Und genau wie das Häuschen hier, das wird noch auf jeden Fall von der Deko her schöner. Es ist halt nur so der Grundriss bis jetzt, aber ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, weil ich bin jetzt schon eine ganze Weile am Aufnehmen. Und falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.